Okay, ich laufe halt nochmal. Ja, ich gebe, wie gesagt, ich gehe dann halt einfach mit hoch. Ne? Ja, genau. Also, laufen wir da durch. Hast jetzt aber nicht mit Dingen abgegeben. Rucksack, hast du den Schlafsack? Ist der abgerollt? Nein, ich habe ihn da. Ist sicher? Leuchte mal. Nein, glaube nicht. Nein, ist gut. Also. Ich habe gehört. Ja, sehr gut, das gefällt uns. Wir haben alle. Was hast denn du für ein Auto? Eben, ich konnte mich anrufen. Ich war mitten im Hang am Fahren. Eben, ja. Kann ich nicht abnehmen. Hey, du, das passiert jetzt schon lange los. Ich gehe schauen. Wenn ich sehe, da liegt. Aber vielleicht ist es schon da. Ja, nicht einmal mit Anlauf. Nein. Dann zwei Wochen probieren. Ja, dann machen wir morgen schon etwas. Stecken bleiben im Schnee, im Matsch, am Hang. Links geht es im doppelten Rad. Ein Unfall. Ja, aber was haben wir da wieder für ein Hausbuch? Ja, in Lebensgefahr sind wir unterwegs. Ja, sowieso. Was? Eben, wir sind jetzt hier im Tönihaus. Sind wir da gerade reingekommen. Sind gerade am Einrichten. Keiner hat eine Ahnung, wo er schläft, oder? Oder weißt du schon, wo du schläfst? Ich weiß schon. Das ist aber super. Und du? Ich auch, ja. Und du? Ja. Ja, also. Ja, mal schauen. Hier haben wir Küche. Hier haben wir Küche. Grüezi miteinander. Salut. Ja. Salut. Was geht's heute um die Nacht? Heute oben gibt es ein feines Fondue. Eine Suppe, willst du? Ja, Nein, das sind keine Nächsten. Die anderen nehmen, glaube ich, ein paar Fondue. Ja, ja. Frank, weißt du schon, wo du schläfst? Ja. Oh, das ist gut. Silvia, im Schlafsack, sollte ein warmes Plätzchen vorankommen. So, ich bin. Ja. Das ist aber nicht. Genau. Gehen wir da mal ins Esszimmer. Gehen wir ins Esszimmer. Und wer bist denn du? Wie heißt du? Ich weiß es gar nicht. Esther. Esther. Weißt du auch schon, wo du schläfst? Weißt du, ich mache den Hund aus, einen Hausrundgang. Jetzt gehen wir rauf in die luxuriöse Schlafzimmer. Hier ist ein bisschen kühler, aber wenn man einen guten Schlafsack hat, ist das kein Problem. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer. Aber ich glaube nicht, ich weiß, wo man schlafen kann. Schlaft da jemand drin? Bist du da drin, Andrea? Nein. Ah, ich dort. Also unten hat sie auch... Warte, wer hat heute noch einen gesehen? Ah, da ist noch ein. Genau. Wer haben wir denn da? Oh, der ist aber ein schöner Raum. Ah, da sind sie. Wer haben wir denn da? Wie heisst du? Und du? Was? Graziella. Okay. Wie heisst du denn da? Ui, du kennst mich nicht. Hey, ja. Fühlst du dich langsam daheim, hä?
Kanton Appenzell als Ganzes ist 1513 als 13. Kanton im Bund der Eidgenossenschaft aufgenommen worden. Ich betone den Kanton als Ganzes, weil 1597 hat er sich dann bereits getrennt. Ins katholische Appenzell-Innerrhoden mit dem Hauptort Appenzell, wo wir hier sind, und ins reformierte Appenzell. Hallo! Die befinden sich komplett auf Ausserrodenboden. Da sind wir daheim. Sind die daheim? Ah, ist es so direkt daheim? Ja. Ah, alle? Nein, nicht alle. Nein, wir haben dort das Naturkreuze Haus. Ah, okay, ah, okay, eben. Im letzten Sonntag, im 1. Mai, hat es schon gegeben. Es kommt ein bisschen darauf an. Es ist eigentlich immer am letzten Sonntag im April. Aber es kommt ein bisschen darauf an, wie die Ostern geht. Und wenn die Ostern relativ spät ist, und dann der nächste Sonntag quasi ist dann vielleicht schon der 1. Mai. Also es gibt ganz, ganz selten, dass am 1. Mai, ja, Zürich hat sicher Freude mehr am Tag, wenn sie auch wissen, dass wir am Tag der Arbeit, ja. Martin-Wabeführung. Ja, sehr spannend. Auf die Hälfte mitgekriegt. Aber das macht nichts. Und was ist der Eindruck von deinen Aberzählungen? Ja, die Kleinsten haben wir noch nicht getroffen, oder? Du bist ja die hauptverantwortliche Köchin heute Abend. Ja doch, mein, das ist das Wichtigste. Ah, das stimmt. Ja, wenn das nicht gut ist, haben wir ein Problem. Ja, aber ich übergebe es dann. Kurz vor der Sendung übergebe es dann jemandem. Wie, was? Sag du mal probieren. Ja schon, jawohl. Noch eins, denn die gute Soße hat übrigens gemacht. Ja, ja. Erzähl mal das Geheimnis. Du weißt, wir sind jetzt im Appenzell, da gibt es das Geheimnis vom Appenzeller-Käse. Nein, das ist nicht
Ja, das ist ja klar. Gut. Jetzt erzähl dir mal das Geheimnis von der Soße à la... À la was? À la al natura. Das Geheimnis ist, nicht überwürzen. Nicht überhitzen? Ja, nicht viel Gewürz. Langsam kochen. Ja, das heisst, wir kriegen erst etwas zu essen in etwa 3 Stunden? Genau. Gut, das reicht ja. Genau, das ist super. Ja, ja, Ursi mit ihren Armen. Ich kann es nicht anfangen. Aber ich habe gesehen, Ursi, du bitte nochmal deine Autorität zeigen, damit das alle, weißt du, gegenüber den Vorderen. Ah, Platz. Aber ich mach, du musst dich nicht. Das hast du im Griff. Ja. Ja. Weißt du, ich muss gerade mit dem Rasen machen. Aber da bin ich schon wirklich. Aber ist eine Stimme. Die Stunde offen, bist du auch eine Stimme? Ich bin sehr Stimme. Ungesprochen. Geil. Eben geil. Was gut. Jetzt. Au! Okay, also das müssen wir auch noch schnell zeigen. Komm, stand mal schnell da an und ihm zeigen. Das ist die Problematik in den Achterzählerhäusern. Sobald der Meter 80 gross ist, was schlägt man sich da im Kopf an? Ja, das ist ein und es ist ja tatsächlich so, wir haben ja heute eine Führung im Achterzähl. Da habe ich gefragt, sind denn die Achterzähler wirklich so klein? Und das ist eine echte Achterzählerin. Die hat tatsächlich gesagt, die Affenzähler, das weiss man, sind ein bisschen kleinwüchsiger. Ja, die Männer klein als die Männer. Hä? Ja. Naja, auf jeden Fall überrascht das nicht, warum ich schon 2 Bühnen habe und du, ich bin mir schon wieder. Auch schon, ja? Achtung, da ist auch gefährlich, beim Türausgang ist auch gefährlich. Ja, also gut. Das wäre es jetzt eben gesehen, hier aus dem Töni. Haus in Appenzell. Gell? 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 Ja. Fisch. Sicher kann das eben. Also, wir gehen jetzt einmal hier runter. Hier unten haben wir ein kleines Musikzimmer eingerichtet. Jetzt gehen wir nochmal los. Was läuft jetzt da? Ah, ich sehe da. Singen die nicht? Ich hab meinen Vater mit der Spinne. Hast du gerne Musik? Hm? Was ist das? Oh, die Eisprinzessin. Der Wind, der heult so wie der Sturm ganz tief in mir. Nicht zu kontrollieren, ich hab es versucht. Und ich, was sollen wir nur tun? Willst du einen Schneemann sein?